damit recht herzlich willkommen auf einem russischen Kanal. Der Freitagnacht ist meine Zeit für ein kleines Indie-Horrorspielchen. Heute spielen wir Stale. Ist so ein atmosphärisches Horrorspielchen und mal schauen wir uns, was uns hier erwartet. Wir sehen eine Kamera. Kann man hier irgendwie zoomen oder so? Space X? Also man kann also nur steuern. Ohne Maus. Jetzt versuche ich gerade, ob man irgendwie zoomen kann. Ob es eine Taste gibt zum Zoomen. Mal schauen, geht hier irgendwas? Man kann nur sehen. Sieht schon ein bisschen creepy aus, oder? What? Was ist das? War das gerade eben schon mal da? Ich versuche das hier irgendwie mal in meinen Sensor besser da reinzukriegen, aber das ist schwierig. Ah, jetzt geht's. Man muss hier diese roten... Man muss Sachen finden, wo... Da hinten ist noch was. Das ist cool, cool. Haben wir. Kann man dann mit Control, wenn man diese... Sachen gefunden hat, kann man sie. What? What? Was ist das? Es ist weg. Aber da komme ich nicht hin. Da ist er davor. Ich muss jetzt irgendwie wieder was finden. Nur wo? Bevor das wieder kommt? Nein! What? Jetzt hat sich What? Oh! Jetzt kommen wir da hin. Das ist cool gemacht, Leute. Was ist das? Wo ist das nächste? What?
Ich sehe das nächste Licht. What? What the hell? Da kam man raus. Man kann hier durch die Türen gehen. What? Unbelievable. Oh, du hast gerade Gänsehaut. Goosekin. Wow. What game? Stale. Man kann also durch die Türen gehen. Da kann man mit Control kommt man durch die Türen. Das möchte ich gerne nochmal spielen. Das probiere ich jetzt nochmal, Leute. Dann guckt man hier in eine andere Position. Oh. Also in dem Spiel gibt es keinerlei Jumpscares oder sonst was. Aber das braucht es nicht. Das ist ja von der Atmosphäre, dass das Spiel erzeugt. Schon unglaublich. Sehen wir das alles aus einer anderen Position? Jetzt sind wir wieder oben. Und ich finde nichts. Ist da hinten was? Hier? Leute, ich finde es nicht. Wieso finde ich hier nicht? Oh, es ist creepy hier. Oder die Atmosphäre ist so. Ganz komisch. Ich wollte gerne wissen, was wir hier sind. Was wir hier darstellen. Ich kann die ganzen Gänge hier entlang laufen. What? Oh! Das macht Totenköpfe. What the hell? Oh, das ist creepy, Leute. Genius. Great. Das ist mal ein Spiel, wo unbelievable. Ich krieg das nicht.
Ja, ich. Da kann ich. No! What? Nein! Wir sind schon wieder tot. What the hell? Unbelievable. Wow. Ich bin geplättet, Leute, muss ich ehrlich sagen. Das war Stale. Dürft ihr euch gern selber runterladen, weil das Spiel gibt so, da gibt es so viel zu erkunden. Man muss nur mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Man kann so zum Beispiel, wenn man auf die Türen geht mit einem Fadenkreuz und dann Control-Trick kommt man weiter. Wenn man in bestimmte Ecken geht, kommt man weiter. Man kann, wie ihr gesehen habt, die Gänge erkunden. Man muss diese roten Vierecke muss man in sein Fadenkreuz bekommen, damit sie rot werden. Die muss man dann auch mit Control, kann man die aufsammeln. Wow. Disturbing. Great game. Nice, I like it. Wow. What a experience. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, um das alles rauszufinden, soll jetzt nur mal ein kurzer Eindruck gewesen sein von Stale. Schreibt mir mal eure Meinung dazu. Das würde mich sehr interessieren in den Kommentaren. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß, wie immer. Also, ihr könnt es euch selber gerne runterladen. Habe ich, glaube ich, auf itch.io gefunden. Aber steht alles in der Videobeschreibung, der Link. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, euch hoffentlich auch. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Habt ihr ein Like übrig, dürft ihr mir das gerne geben. Wie gesagt, das war Stale. A Horror Experience. Nice. Ich bin froh, wenn ihr wieder einschalten werdet auf meinem Brosti-Kanal. Bis dahin, genießt das Leben, enjoy the life. Und habt Spaß miteinander. Verhaut euch nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich sag tschö mit euren Fingerdickerholz, euer rostiger Rentner. Thank you and goodbye. Enjoy your life. That was Stale. Bye bye. Whew. Great. I love it. He's coming.